schon hier für unseren besonderen Tag. Das wird bestimmt... Ist das Melonen-Lima-Bohnen-Auflauf, den ich da rieche? Besonderer Tag? Auch, dass Miss Rainbow jemandes Geburtstag meinte, als sie von einem besonderen Tag gesprochen hat? Ich liebe Geburtstage. Hab ich Geburtstag? Kriege ich eine Party mit Torte und Geschenken und eine Gesangstruppe bestehend aus Krokodilen? Krokodilen? Du hast recht. Zu spät für Krokodile. Aber ihr könnt ja die anderen Sachen machen. Jetzt legt mal los. Ihr müsst meine Party vorbereiten. Ich mach die Cake Pops. Ich hole die Eiscreme. Ich mache Cupcakes. Ich bin das besondere Geburtstagskind. Schneller. Macht schon, Kinny Kids. Ich will nicht warten. Besonders zu sein ist besonders cool. Wie kann ich dir helfen? Ich liebe Herausforderungen. Mehl, Zucker, Milch, ein Flamingo, Vanille und zwei Eier. Shelly und Dolkas aller Ei-Abenteuer! Shelly, wir müssen hier verschwinden. Warum regst du dich denn so auf, Julka? Marshmallow will einen Kuchen backen und sie sucht zwei Eier. Zwei Eier. Wir sollten uns verstecken. Nein, wir sollten rennen. Komm schon. Hallo, Eiswürfelchen. Endlich, das kann nur der Nordpol sein. Oh, was ist mit der Eiscreme? Nein, Eiscreme wird doch nicht aus Eiswürfeln gemacht. Ist doch so klar wie Eis. Hi, Shelly, Julka, Eiswürfelchen. Wollt ihr mitkommen auf die Party? Ihr braucht keine Angst haben. Wir tun doch nur so. Nein, nein, nein. Ich will Schokoladen-Eiscreme und Vanille-Marshmallows. Aber Donatina, wir haben wirklich schwer dafür geschuftet. Aber Peppermint, es ist mein Geburtstag und ihr müsst machen, was ich sage. Sie müssen gar nicht machen, was du sagst, denn es ist nicht dein Geburtstag. Ich habe Miss Rainbow gefragt und keiner von uns hat heute Geburtstag. Keiner, sagst du? Was ist denn der besondere Tag? Was ist mit meiner Party? Kein Geburtstag, keine Party. Es macht sowieso keinen Spaß, wenn das Geburtstagskind das alles nicht zu schätzen weiß. Kommt mit, Peppermint und Marshmallow. Ich hab gehört, Kitty Scats liebt Vanille-Cake-Pops. Unherzlichen Glückwunsch an niemand. Dir auch ein fröhliches Hallo, Donatina. Wolltet ihr nicht gerade eine Party vorbereiten? Wir wollten, aber dann fanden wir heraus, dass gar keiner von uns Geburtstag hat. Außerdem war die Geburtstagsparty gar nicht mal so toll. Tja, ich dachte, das Netteste, was man für jemanden tun kann, ist eine Geburtstagsparty für ihn vorzubereiten. Ich habe wohl nicht erkannt, wie besonders das ist. Aber wenn es niemanden Besonderen gibt, der eine Feier verdient, dann machen wir wohl keine Party. Oder vielleicht doch. Überraschung! Habt einen besonderen Tag! Wow! Aber du weißt schon, dass du nicht Geburtstag hast, oder, Donatina? Das ist keine Party für mich. Sie ist für euch. Dafür, dass ihr meine besonderen Freunde seid. Entschuldigt, dass ich so gemein war, als ich dachte, ich bin das Geburtstagskind. Danke, Donatina. Das ist besonders. Vielen Dank für alles, Donatina. Das höre ich da? Hat jemand das Wort gesagt? Wo ist die Musik? Sie hat vielen gesagt, nicht Spiel... das Tanzwort. Sind das Cake Pops? Und Eiscreme? Jetzt ist es ein noch besonderer, besonderer Tag. Was ist eigentlich der besondere Tag? Heute ist ein besonderer Tag, weil wir heute am Kunstprojekt arbeiten, eine Geschichte lesen, dann spielen. Ja. Ja.